Sabadikap, guten Morgen. Liebe Schulgemeinschaft, dear school community. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues. Liebe Schülerinnen und Schüler, dear parents. Willkommen, welcome. Ich begrüße Sie alle herzlich bei der RIS Swiss Section Deutschsprachige Schule Bangkok, ganz besonders diejenigen, die neu und zum ersten Mal dabei sind. Ich hoffe, Sie alle bei bester Gesundheit anzutreffen. Leider ist es uns heute nicht vergönnt, wie gewohnt, eine Eröffnungsveranstaltung in feierlichem Rahmen im Auditorium der RIS durchzuführen. Lassen Sie mich hierzu ein paar Worte sagen. Wie Sie alle wissen, ist der Zeitpunkt der Rückkehr zum Präsenzunterricht auf den Schulcampus noch offen. Der Unterricht findet also in den nächsten Wochen, wenn nicht Monaten, weiterhin online statt. Uns allen ist bewusst, dass Covid-19 das Leben unserer Kinder durch die Schulschließungen nicht bloß in schulischer, sondern vor allem auch in sozialer Hinsicht beeinträchtigt. Die persönlichen Kontakte kommen eindeutig zu kurz. Aus diesem Grund muss es unser aller Ziel sein, so schnell wie möglich zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Lassen Sie mich hier als Beispiel die Bemühungen der ISET, der Organisation Internationaler Schulen in Thailand, nennen. Diese ist mit Vertretern des thailändischen Bildungs- und Gesundheitsministeriums zusammengesessen, um ein Modell einer Sandkastensicherheitszone in Schulen zu diskutieren, ähnlich dem Sandbox-Prinzip in Phuket. Ob und wann ein solches System eingeführt werden kann, steht allerdings noch in den Sternen. Bis wir aber zum Präsenzunterricht zurückkehren können, gilt es, das Beste aus der Situation zu machen. Unsere Lehrpersonen sind auf jeden Fall hoch motiviert und nach einer intensiven Vorbereitungsphase bestens gerüstet, auch online eine hohe Unterrichtsqualität zu gewährleisten. Uns ist aber bewusst, dass nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch Sie als Eltern weiterhin sehr gefordert sein werden. Die Kinder zu Hause beim Lernen zu unterstützen, ist keine einfache Aufgabe. Gemeinsam wird es uns aber gelingen, diese schwierige Zeit zu überwinden. Trotz des Starts im Distance Learning bin ich sicher, dass sich alle neuen Schülerinnen und Schüler sowie die neuen Kolleginnen und Kollegen schnell bei uns wohlfühlen werden. Und ich bin überzeugt, dass auch die neuen Eltern unsere Schule schnell kennen und schätzen lernen werden. Wir sind eine große Lernfamilie und freuen uns sehr über alle neuen Mitglieder. Seien Sie also von Herzen willkommen. Heute beginnen wir zusammen das neue Schuljahr. I would like to welcome you all to the RIS Swiss Section, Deutschsprachige Schule Bangkok, especially those who are new and joining for the first time. I hope to see you all in good health. Unfortunately, at this point, we are not able to hold the usual opening ceremony in the RIS auditorium. Let me say a few words about this. As you all know, the timing of the return to face-to-face teaching is still open. So classes will need to continue to take place online over the next few weeks and months. We are all aware that school closures affect the lives of our children, not only in educational, but above all in social terms. Personal contacts are clearly missing. For this reason, it must be the goal of all of us to return to face-to-face instruction as soon as possible. Let me mention here, for example, the efforts of ISET, the International Schools Association of Thailand, which has been discussing with representatives of the Thai Ministry of Education and the Ministry of Health a model of a sandbox safety zone in schools, similar to the sandbox principle in Phuket. Whether and when such a system might be introduced is currently unclear. However, until we can return to face-to-face teaching, we have to make the best of the situation. After an intensive preparation phase, our teachers are highly motivated and well prepared to ensure high teaching quality online as well. We are aware that not only our teachers, but also you as parents will continue to be very challenged. Supporting children in their learning at home is not an easy task. However, together we will succeed in overcoming these difficult times.
Despite distance learning, I am sure that all of our new students and colleagues will easily feel at home at our school. And I'm convinced that the parents will also get to know and appreciate our school quickly. We are a big learning family and we are happy to welcome all new members. So welcome from the bottom of our hearts. Today we start the new school year together. Es freut mich sehr, Ihnen nun in einer Einspielung die Grußworte der Schweizer Botschafterin Frau Helen Budliger-Artieda, des deutschen Botschafters Herrn Georg Schmidt sowie der österreichischen Botschafterin Frau Dr. Eva Hager zu präsentieren. It is a great pleasure to present to you the greetings of the Swiss Ambassador, Mrs. Helen Budliger-Artieda, the German Ambassador, Mr. Georg Schmidt, and the Austrian Ambassador, Dr. Eva Hager. Dear students, dear teachers, dear staff of the Swiss School in Bangkok, on behalf of the Swiss Embassy here in Bangkok, all of us wish you all the best for the new school year. It will start once more digitally. I really regret that because I was looking forward actually to participate once physically at your Eröffnungsfeier for a new school year. But given the circumstance here in Bangkok, of course, it makes sense that the school remains closed and that you continue receiving your education digitally. I really regret it for many, many ways. Because I know that social life at school is equally important actually for a young person. Those are your forming years where it's important to be measured against peers, to interact with peers and to exchange views about life, about school, about pretty much everything with your peers. But as I said, given the circumstance, I think it's best to play it safe. And that's why your schooling will continue digitally. I hope not for very long. I see that Thai authorities are taking decisive measures, and I really hope that this will help to flatten the curve and to allow us to get back to a normal life. I really wish this for you because school, you know, when you have to go, it's probably not so much fun, but when you can't go, you all of a sudden realize that you miss it. And for us at the embassy, I must tell you, it would also make our life much easier if we could interact with our community, with the Swiss family here in Thailand in an easier, in a more normal way. I wish you all the best. Remain healthy. That's really now the key issue. But I also wish you very good and fruitful studies. All the best. Ich erinnere mich noch oft an Tage meiner Schulzeit, als ich mir die Frage stellte, muss ich heute wirklich zur Schule gehen? In diesen Pandemiezeiten stellt sich die Frage jedoch anders. Darf ich in die Schule gehen? Wir merken daran, wie viel mehr Schule ist als einfach nur Unterricht. Freunde, Sport, Aktivitäten, AGs etc. Für Lehrer, Schüler und Eltern ist Online-Unterricht eine ganz andere Belastung. Die RIS musste das im letzten Schuljahr erleben. Und auch in diesem Schuljahr wird es nicht einfach. Aber ich bin überzeugt, dass alle Beteiligten auch dieses Jahr wieder das Beste daraus machen werden und wünsche allen viel Erfolg für das kommende Schuljahr. Ebenfalls bin ich überzeugt, dass für alle auch wieder bessere Zeiten kommen und dass wir eines Tages wieder die Frage stellen können, muss ich heute wirklich zur Schule gehen? Liebe Schulgemeinschaft der Ruang Rudi Internationalen Schule Schweizer Sektion, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Freunde der Schule. Ich freue mich, Sie alle zum Auftakt des Schulunterrichts nach den Sommerferien begrüßen zu dürfen. Lassen Sie mich auch dem neuen Schulleiter, Herrn Christian Vogel, meine herzlichen Grüße entbieten.
Ich wünsche ihm in den Fußstapfen seines tüchtigen Vorgängers, Herrn Simon Döring, allen erdenklichen Erfolg in dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Leider erfolgt der Rückkehr zum Unterricht auch in dieser Saison noch einmal in Form von Fernunterricht, da die Pandemiesituation in Thailand derzeit eine Rückkehr zum Präsenzunterricht noch nicht ermöglicht. Ich bin aber überzeugt, und das wird mir auch von unserer Vertreterin im Schulkomitee, Magister Stefanie Jakubic, bestätigt, dass der Fernunterricht an der RIS Swiss Section so gut und professionell organisiert ist, dass auch unter diesen außergewöhnlichen Umständen alle Lernziele und Schulabschlüsse erreicht werden können. Die RIS Swiss Section in Thailand stellt ein wichtiges Glied des deutschsprachigen Auslandsschulnetzwerkes dar. Sie bietet daher auch mehreren österreichischen Familien und ihren Kindern einen wichtigen Angelpunkt für Bildung und soziale Vernetzung mit deutschsprachigem Bezug. Ich selbst habe mich immer wieder gefreut, an Veranstaltungen und Festen der RIS Swiss Section teilzunehmen. So habe ich beispielsweise hier im Rahmen eines Festes die Tradition des Gratong-Bastelns und die Bedeutung dieses Brauches kennengelernt. Ich darf Ihnen allen für dieses neue Schuljahr viel Kraft und Courage wünschen. Ich bin überzeugt, dass es mit vereinten Anstrengungen bald auch wieder möglich sein wird, dass wir auch die entbehrten persönlichen Begegnungen wieder pflegen dürfen. Mögen die besten Wünsche aus der österreichischen Botschaft Sie auf diesem Weg begleiten und stärken. Vielen Dank für Ihre Worte an die Schulgemeinschaft. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den Vertretungen unserer Heimatländer und deren wertvollen Dienste sehr. Thank you for your words to the school community. We very much appreciate your cooperation with the representatives of our home countries and their valuable services. Liebe Schulgemeinschaft, wir kommen nun zur Vorstellung der neuen Mitarbeitenden. Erlauben Sie mir, Ihnen diese namentlich mit Ihrer Funktion vorzustellen. Dear school community, allow me at this point to introduce you by name and function our new staff members. 1. Frank Schiele, Leiter Marketing und Kommunikation, Head of Marketing and Communication. 2. Anna Thani, Klassenlehrerin Basisstufe A, Homeroom Teacher Basis Level A. 3. Sebastian Fittges, Klassenlehrer 1. Primar, Homeroom Teacher Grade 1. 4. Leona Wollny, Klassenlehrerin 2. Primar, Homeroom Teacher Grade 2. 5. Matthias Grätzer, Klassenlehrer 3. Primar, Homeroom Teacher Grade 3. 6. Felix Korn, Lehrer für Deutsch als Fremdsprache, German as a Foreign Language. 7. Simon Schmohn, Lehrer für Sonderpädagogik, Special Education Teacher. 8. Hanna Wendt, Sekundarlehrerin für Musik und Geschichte, Secondary Teacher for Music and History. Nun übergebe ich an Johanna Wenske, Schulleiterin Primar, und Jens Eckert, meinen Stellvertreter und Schulleiter der Sekundar. Sie werden Ihnen die neu eintretenden Schülerinnen und Schüler vorstellen. Now I will hand over to Johanna Wenske, Head of Primary School, and Jens Eckert, my deputy and Head of Secondary School. They will introduce you to the students entering the school. Dear school community, Sawadika, Yindi, Tonrap, warm welcome to the new school year from primary. Herzlich willkommen im neuen Schuljahr Primar. We hope you had relaxing holidays and are very much looking forward to learning with you. We are welcoming new students in our Lernzwerge group. Walter Denny, Pirawat Khan Wanalak, Anon Opas Tavisap, and Miro Studerus.
in Kindergarten. New students are Narada Champricha, Prem Chanom Tanom Wong, Penfa Hirijankarong, Chamiro Maya, and Aiden Pan. Basis level welcomes Benjamin Fitkes, Noe Kanunikov, Mirabel Kraus, Dominic Mielsivasri, and Marissa Niebler. Grades 2 to 5 are glad to see new students. In grade 2, Lisander Fitkes and David Moll. In grade 3, Marco Kiemlen and Virgi Pan. We are welcoming in grade 4, Milia Desmoulins, Alexander Kramer and Luca Moll. And grade 5 welcomes Hugh Pan. Allen einen guten Start, viel Gesundheit und sehr viel Freude beim Lernen. Dankeschön. Als Leiter der Sekundarstufe freue ich mich ganz besonders, auch in diesen schwierigen Zeiten, immerhin 4 neue Schüler in der Sekundarstufe begrüßen zu dürfen. Und das sind in der 8. Klasse Inga Horn, in der 10. Klasse ihr Bruder Olli Horn, in der 9. Klasse Laoda Desmoulins und in der 11. Klasse Clara Feigenbusch. This brings us to the end of our opening event. I would like to thank everyone who made it possible to hold it in this form. I wish all our school community a good start into a new, challenging and exciting school year. Damit sind wir am Ende unserer Eröffnungsveranstaltung angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die es ermöglicht haben, es in dieser Form durchführen zu können. Uns allen, liebe Schulgemeinschaft, wünsche ich von Herzen einen guten Start in ein herausforderndes und spannendes Schuljahr. Dieses werde ich jetzt mit einer Appenzeller Glocke einläuten.